Jo, hallo, hier ist der Mogwai wieder. Was ich euch heute zeigen möchte, weil ich sehr viel danach gefragt wurde, ist die Funktionalität von VoiceAttack zusammen mit TeamSpeak. Beides ist dementsprechend über Spracheingabe verfügbar. Das heißt, bei vielen kollidiert teilweise die VoiceAttack-Spracheingabe, wenn sie zeitgleich im TeamSpeak reden und sie würden gerne VoiceAttack ausschalten bzw. die Erkennung von Sprachbefehlen ausschalten, wenn Sie gleichzeitig im TeamSpeak sprechen. Ich möchte euch heute dazu zwei Varianten zeigen, wie man das lösen kann. Die eine für diejenigen, die TeamSpeak auf einer Push-to-Talk-Taste liegen haben. Das heißt, im TeamSpeak lediglich zu hören sind, wenn Sie auf eine Taste drücken. Ich denke, die meisten werden mit dieser Funktion arbeiten, um die Hintergrundgeräusche nicht auch in TeamSpeak zu übertragen. Und als zweites möchte ich euch zeigen, wie ihr es lösen könnt, wenn ihr ja, nur mit der Sprache arbeiten möchtet. Das heißt, ihr benutzt Push-to-Talk nicht, sondern alles, was quasi auf euer Mikrofon einprasselt, wird ebenfalls ins TeamSpeak übertragen. Wir fangen mit der ersten Variante an, weil es hinlänglich die meist benutzte ist. Das heißt dementsprechend, ihr habt euer VoiceAttack und ihr habt euer TeamSpeak offen. Hier seht ihr mich alleine in einem Channel sitzen, der momentan nicht überträgt, weil ich die Spracherkennung hier händisch ausgeschaltet habe im VoiceAttack. Für euch ist jetzt aber die interessante Geschichte, wenn ihr im Spiel seid und übermittelt sprachgebunden eure Befehle an VoiceAttack, wie ihr das zumindest für den Zeitraum, wo ihr ins TeamSpeak sprechen möchtet, ausschalten könnt. Ist relativ schnell und einfach gelöst. Letzten Endes geht es um die Push-to-Talk-Taste im TeamSpeak. Das wisst ihr sicherlich, dass ihr die hier findet im Bereich der Aufnahme und hier die Push-to-Talk-Taste. Ich habe es mir jetzt mal auf das Komma auf der 10er-Tastatur gelegt, aus Beispielgründen. Und ja, wenn ich diese Taste drücke, ich mache es jetzt einfach mal, achtet bitte auf den blauen Punkt hier. Ich drücke drauf und ihr seht, der blaue Punkt wird hell. Ich übertrage meine Sprache ins TeamSpeak. So, und jetzt seht ihr auch schon hier in meinem VoiceAttack ist was passiert. Nämlich er hat, hier steht Listening Resumed, heißt nichts anderes als ich habe die Aufnahme wiederhergestellt. Warum ist das jetzt gleichzeitig passiert, kann ich euch zeigen. Wenn ihr euch euer TeamSpeak und unser VoiceAttack so einrichten möchtet, dass sie miteinander funktionieren, geht ihr im VoiceAttack hier oben auf den Schraubenschlüssel und öffnet diesen. Und dann findet ihr als dritten Eintrag Recognition Global Hotkey. Das ist, oh, Global Hotkey steht für nichts anderes als globaler Tastendruck, der alles überschreibt. Und wenn ihr diese Funktion hier öffnet, ihr möchtet nachher, genauso wie ich da stehen haben, Push Not Listen. Und das hier ist die, wird die Taste sein. Ihr öffnet das, bekommt den Global Hotkey Screen. Hier könnt ihr dann wieder durch einen normalen Druck auf die Taste diesen Hotkey definieren. Hier seht ihr bei mir jetzt Num Delete. Heißt nichts anderes wie die Delete- oder Komma-Taste auf eurem Numpad. Unter dem Komma steht nämlich auch der Begriff Entfernen. Deswegen hier das Delete. Wichtig ist, dass ihr hier jetzt When Hotkey is pressed. Was soll er machen, wenn dieser Knopf gedrückt wird? Die Funktion VoiceAttack stops listening while keys are down. Solange dieser Knopf gedrückt ist, wird VoiceAttack die Aufnahme der Sprache einstellen. Sollte bei euch das Häkchen noch gesetzt werden bei Do not allow key to be passed through, dann macht den bisher weg, dass es bei euch so aussieht wie bei mir. Ja, das ist das einzig so Wichtigste. Was das aller Wichtigste dabei ist natürlich, dass die Taste, die ihr hier als diesen Global Hotkey definiert habt im VoiceAttack, identisch ist mit der Push-to-Talk-Taste in eurem TeamSpeak. Es führt nämlich nachher zu folgendem, was ich euch jetzt zeige. Ihr drückt jedes Mal auf OK. Wenn ich jetzt meine Komma-Taste bzw. Entfernen-Taste auf dem Numpad drücke, die ich jetzt gerade in beiden Programmen hier dementsprechend definiert habe, dann achtet bitte hier oben, was im VoiceAttack passiert und achtet ebenfalls darauf, was im TeamSpeak passiert. Ja, ich drücke die Taste jetzt. Hier steht Listening Suspended, weil ich ihm gesagt habe, wenn ich die Komma-Taste auf dem Numpad drücke, soll er bitte umschalten, ob er zuhört oder nicht. Gleichzeitig ist hier mein Knopf im TeamSpeak hellblau geworden. Das heißt, ich werde jetzt quasi wahrgenommen, weil meine Sprache übertragen wird.
Wenn ich die Taste jetzt wieder loslasse, werdet ihr sehen, dass dieser hellblaue Knopf im Teamspeak auf dunkelblau geht. Das heißt, mein Mikrofon oder meine Mikrofonübertragung sind ausgestellt. Und gleichzeitig fängt VoiceAttack wieder an, mir zuzuhören. Listening resumed. Ja, das ist hinlänglich die einfachste Variante, um ja, mit der jeweiligen Auslösungstaste, sowohl im Teamspeak, die Push-to-Talk-Taste, als auch die Global Hotkey-Taste im VoiceAttack, eine Lösung herzustellen, womit ihr beides gleichzeitig benutzen könnt. Für diejenigen, die im Teamspeak nicht mit Push-to-Talk arbeiten, möchte ich euch ebenfalls noch eine Lösung zeigen. Ich finde es ein bisschen umständlich, aber es funktioniert zumindest. Und zwar funktionieren tut es über einen üblichen Befehl in unserem Profil. Ich arbeite wieder mit meinem Profiltest, mache das einmal auf und ihr seht, ich habe hier zwei Befehle angelegt, einmal an und einmal aus. Also ich sage an oder ich sage aus. Wenn ich sage an, hier, wenn ich sage an, habe ich hier einen Befehl drin stehen, Start Voice Attack Listening. Ich kann den folgendermaßen einrichten über den Button Other und dann hier in dem Dropdown-Menü ganz oben Make Voice Attack Start Listening. Das habe ich so ausgewählt. Jetzt wäre das zweite Mal angelegt. Das heißt, wenn ich sage an, wird VoiceAttack anfangen, mir zuzuhören. Dazu gehört natürlich im Weiteren der Befehl aus. Auf meine Spracheingabe aus sage ich ihm Stop VoiceAttack Listening. Das heißt, VoiceAttack hört auf, mir zuzuhören. Ebenfalls einzurichten über den Button Other und dann über das Dropdown-Menü die zweite Option, Make VoiceAttack Stop Listening. Okay. So sieht's aus. Bitte immer mit OK bestätigen. Wenn ihr die Befehle so noch nicht drin habt, dann könnt ihr euch die über New Command hier oben anlegen. Und es passiert dann Folgendes: Wenn ich hier meinen VoiceAttack reinspreche, und er hat es eben sogar schon gehört, er hat das Wort auserkannt und hat das Zuhören aufgegeben. Suspended auf Englisch. Und hier oben sehen wir, das Mikrofon bzw. das Kopfhörersymbol ist auch mit einem Stoppzeichen markiert. Das heißt, er nimmt momentan überhaupt nicht wahr, was ich sage. Ich könnte jetzt aber, wenn ich mein Push-to-Talk ausmache, hier im Teamspeak und sage Dauer senden, dann seht ihr, dass der Knopf hellblau ist. Mein VoiceAttack hört mir nicht mehr zu, aber im Teamspeak übertrage ich alles, was mein Mikrofon erreicht. Wenn ich jetzt aber sage an, an, zack, hat er es erkannt und schaltet auf Listening resumed bei VoiceAttack. Das heißt, er hört mir wieder zu. Deswegen gibt er mir auch wieder alles das, was er halbwegs verstanden hat, aber kein Befehl ist. Und in meinem Teamspeak wird weiterhin alles übertragen, was ich rede, weil ich jetzt ja nicht mehr mit Push-to-Talk arbeite. Ja, das sind die beiden Optionen, die sich so anbieten für ein Zusammenspiel von Teamspeak und VoiceAttack. Ich denke, es ist relativ einfach. Viele haben sich lange Gedanken gemacht, wie funktioniert das denn jetzt? Ja, wenn ihr das beherzigt, was ich euch hier gezeigt habe, ich meine, die Einrichtung geht relativ schnell für beide Varianten, dann könnt ihr zukünftig sowohl Teamspeak mit euren Organisation-Kameraden oder Clan-Kameraden zusammen benutzen, als auch euer Spiel über VoiceAttack steuern. Das war's von jetzt. Das nächste Video kommt die Tage. Inhalt weiß ich noch nicht, schauen wir mal. Aber das Thema Teamspeak und VoiceAttack ist hiermit abgeschlossen. Schönen Abend noch und bis die Tage.